Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Arnsberger Wald. Wir haben jetzt Ende Januar. Wie ihr vielleicht im Hintergrund hört, die Singvögel sind schon wieder ein bisschen aktiver. Und ich wollte euch einfach mal mitnehmen auf so einer Runde hier durch den Arnsberger Wald. Ja, man sieht hier das Ganze schon, wie ordentlich abgeholzt wird. Ob das jetzt alles wegen Trockenheit und Borkenkäfer ist oder vielleicht auch so ein bisschen gewinnoptimiert gearbeitet wird, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, dass hier echt viel kaputt ist. Ja, wo ich jetzt gerade hier bin, das ist eigentlich kein Wanderweg oder Spaziergangsweg, sondern so eine Mountainbike-Strecke, die ich kenne, wo man diese kleinen Single-Trails hat, so wie hier, erkennt man so ein bisschen, glaube ich. Aber da kann man abseits der meisten Spaziergänger oder Wanderer in Ruhe durch den Wald gehen. Und wie ihr wisst, mache ich das ja sehr gerne. So ein bisschen abseits und alleine. Ja, ich weiß gar nicht, was ich euch so genau erzählen soll. Aber irgendwie war mir danach, euch mal wieder mitzunehmen. Ich bin natürlich seit den letzten Videos immer mal wieder hier unterwegs gewesen. Aber oft an denselben Orten. Weil die Zeit es nicht immer hergibt oder auch das Wetter, so längere Touren zu machen. Und immer dasselbe zeigen ist ja auch langweilig. Ich würde dieses Jahr gerne mehrere kurze Touren machen. Bin da auch so ein bisschen in der Planung. Ein, zwei längere. Und ob Richtung Norden oder Richtung Süden, ist dabei alles offen, weil ich mich dann mehr oder weniger spontan entscheiden werde, wie die Wetterlage ist. So habe ich es bisher immer gemacht und bin damit auch ganz gut gefahren und werde das daher weiter so machen. Wenn ich also dann am, weiß ich nicht, 6.6. sehe, Richtung Süden, soll eine Woche gutes Wetter sein, dann geht es Richtung Süden. Bevorzugt bin ich so ein bisschen Allgäu am Plan. Wenn es Richtung Norden gehen sollte, würde ich Nordsee eventuell anvisieren. Also da bin ich auch schon so ein bisschen am Gucken. Oder sogar Richtung Skandinavien. Aber das sind nur alles so grobe Planungen. Bestimmte Orte werden dabei nicht anvisiert, sondern eher wieder so auf Gutdung, wo es mir gerade gefällt. Mehr als eine grobe Richtung braucht man nicht, weil an dem Plan hält man sich sowieso nicht, wenn es einem irgendwo gefällt. Wenn man mit so einem Bulli unterwegs ist, wie ich das ja mache. Ja, das ist so im Groben das, was ich vorhabe. Wenn ihr gute Tipps für mich habt, könnt ihr mir die gerne hier in den Kommentaren schreiben. Weil ich von der Sächsischen Schweiz ja so begeistert war. Und das hier mitten in Deutschland. Wenn ihr solche Orte noch kennt, teilt es mir bitte mit hier über den Kanal. Dann würde ich da auch gerne hin. Weil das war echt eine klasse Kombination. Da mit der Elbe und diesen Wäldern, den Felsen. Also das war genau mein Ding. Ja, was ich mir noch vorstellen könnte, wenn es Richtung Osten geht, die Mecklenburger Seenplatte. Habe ich auch mal so ein bisschen drüber gelesen. Und auch da wäre es schön, so mit dem Bulli einen mehr oder weniger festen Standort einfach anzufahren. Und dann mit dem Fahrrad
so den ein oder anderen See dort zu umrunden oder die Region zu erfahren, vielleicht auch mit Zeltern. Das ist ja im letzten Jahr viel zu kurz gekommen, das Zelten. Und ja, so könnte ich mir das alles vorstellen. Die ein oder andere Radreise, ein bisschen wandern, vielleicht mal ans Meer oder in die Berge. Ein See oder über Land. Wie ihr seht, alles ist möglich. Nichts muss. Und ja, ist doch ein gutes Motto. Wie man so dieses Jahr 2020 jetzt für sich nutzen kann. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen hier. Wie ihr seht, hier gibt es nicht viel zu sehen, außer einen schönen Wald. Also macht's gut. Euer Markus. Ciao.